Für dieses Rezept brauchst du ca. 1 Kilo Früchte, entweder frische oder aufgetaute, 2 Teelöffel Agar-Agar-Pulver, 1 Teelöffel Zitronensaft, gerne auch ein bisschen mehr, 500 Gramm Xylit, also Birkenzucker oder normaler Haushaltszucker, das bleibt dir überlassen, und je nach Fruchtart eventuell Vanille oder Zimt. So, dann kommen wir schon zur Zubereitung deiner Marmelade. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Ich habe mir das jetzt über die Jahre so zusammengestellt. Ich wollte es einfach, zuckerfrei, schnell zu machen und leicht veränderbar. Genau, und das heißt, du nimmst einfach alle deine Zutaten, gibst in den Thermomix-Behälter. Pass nur auf, wenn du mehr Früchte nimmst, dass du die Obergrenze vom Thermomix nicht überschreitest. Und genau, pürierst auf Stufe 8 bis 10, je nachdem, wie fein du die Früchte haben willst. Gehst dann auf die Einstellung ca. 15 bis 20 Minuten bei 100 Grad, Stufe 2, und lässt es gut aufkochen. Aufpassen, dass es nicht überkocht, immer schön dabei bleiben gegen Ende, je nach Menge eben vor allem. Genau. Und dann könnt ihr die Marmelade auch schon abfüllen. Ich nehme dazu immer frisch ausgekochte Gläser, also auch alte Gläser, Marmeladengläser, was auch immer ihr übrig habt. Ich gebe die in einen großen Topf mit kochendem Wasser und lasse die da mindestens mit Deckeln 10 Minuten auskochen und nehme sie dann vorsichtig mit einer, wie nennt man die Teile, ja, so einer Brotzange, nehme ich sie raus, stelle sie hin, und mit dem Thermomix kann man es echt schön einfüllen. Genau, Deckel drauf, umstülpen und stehen lassen. Kleiner Tipp noch, wenn du andere Früchte verwendest oder die Menge änderst, mach immer vorsichtshalber eine Gelierprobe. Dazu nimmst du einen Teelöffel oder einen anderen und nimmst einfach eine kleine Menge aus deinem Thermomix raus und lässt es auf einen kalten Teller tropfen. Und wenn das relativ schnell fest wird, weißt du, dass es fertig ist. Wenn nicht, müsstest halt eventuell noch mehr Zitronensaft dazugeben oder mehr Agar-Agar. Falls du dich wunderst, warum meine Gläser nur teilweise dreiviertel voll sind, das liegt einfach daran, dass ich nicht geduldig genug war, um zu warten, bis der Schaum sich zurückbildet und wieder nachfüllen konnte. Also wenn du darauf Wert legst, dann einfach immer ein bisschen warten und wieder auffüllen. Wenn die Marmelade fertig ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, welche Früchte ihr verwendet habt oder welche Mischungen. Und hinterlasst mir ein Like, das würde mich sehr freuen, und ein Abo mit Glocke natürlich, damit ihr keine neuen Videos verpasst, weil ich habe noch einen ganz neuen Kanal und freue mich natürlich, wenn er wächst. Und ihr dürft dann auch gerne teilen, weiterempfehlen. Ja, es wird bunt in Sabrinas kunterbunter Welt.